Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserer mittlerweile 11. Folge. Ja, 11, stimmt. Von Machinarium. Ja, einem großartigen Spiel aus dem Hause. Amanita Design. Vom Publisher. Wie heißt die noch? Dedelic. Dedelic, ja, ich wusste, dass was mit D Mann war. Der Mann hat seine Hausaufgaben gemacht. Großartig, ich habe mir gerade mein Keyboard zurechtgerückt, dabei brauche ich es gar nicht, ne? Nee. Was ist das überhaupt für ein Spiel? Erzähl mal. Du musst auf Save klicken, bevor wir das vergessen. Ah, habe ich, glaube ich, schon gemacht. Guck mal, habe ich gemacht wie ein Profi. Wie da. Ein Profi. Ja. Einmal mit Profis arbeiten. Also, es ist ein Point-and-Click-Adventure. Ja, das weiß ich doch alles. Wir brauchen gerade Benzin, ne? Ja. Oh. Lass mich gerade, jetzt kommen wir nicht mehr hoch, oder? Naja, wie denn ohne Benzin? Nee, du kannst nicht ziehen, musst nur klicken. Achso, da war das Spiel letztens mit dem Buch auch so. Ja, wir brauchen Benzeng. Benzeng. So ein Mist, aber hier ist eine Tür. Ja. Ich würde mal sagen, gehen wir mal da durch, aber dieses Spiel ist... Ach. Guck mal. Will Hunger. Guck mal, die kleine Freundin. Ach, das ist sie. Und sie wurde quasi zum Kochen verdammt. Entführt und zum Kochen als Sklavin eingesperrt. Mit Kochschöpflöffel. Und sie hat so einen Hut bekommen. Aber der ist viel kleiner geworden, der Hut, mittlerweile. Ja. Er ist voll strange, ne? Aber da ist Benzin, ne? Da. Ja. In diesem Fall ist das Öl tatsächlich Benzin. Was haben wir jetzt hier? Sie will uns doch bestimmt helfen. Ach, wie sie. Du spielst sie. Das würde ich darauf stellen hier. Ins Müll, in Müll kippen. Nee? Nee, ist heiß. Können wir ihn hier... Ach, wir können ihr bestimmt was durchgeben. Ja. Zum Beispiel so. Nee. Nee. Aber vielleicht die Pflanze. Nee. Nee. Aber vielleicht den Hebel. Nee. Den geh wieder rein. Habe ich schon wieder was übersehen? Ja. Das. Ah! Na, kannst du dich auch lang machen, Süße? Nee, aber du kannst das hier nicht. Nee. Ach doch, so. Jetzt helfen wir hier rauf und nehmen den Maiskolben raus. Nee. Popcorn. Ah, Popcorn ist, glaube ich, ein guter Tipp. Wir machen nämlich den wieder auf den Dings und knallen mal den Mais in den Topf. Nee. Nee, was ist das? Ich bin ja so gewohnt, den anderen Charakter zu steuern, ne? Ach, wie schön. Darin könnten wir ja eigentlich mal das Mais waschen. Nee, den Mais. Mit Öl. Dann nehmen wir den Kochtopf wieder runter. Weil wir haben ihn ja immerhin gerade eben irgendwo hingestellt. Ne? Das war ja, was Besonderes. So, da kommt jetzt Öl rein, okay. Oder Benzin. Aber eigentlich ist eher Öl. Na, ich wollte mich raufstellen. Mann. Ist gut, wenn man sich raufstellt, oder? Ja. So. Da oben ist was eingefroren. Nee. Doch. Ja, schon, aber man kann da nichts machen. Ja. Quasi. Kannst du da in den anderen Topf dran? Ich muss mehr ins Mikro reden. Nee, ich komme nicht an den anderen Topf dran. Ich kann mich auch nicht lang machen. Ne? Was passiert denn, wenn du jetzt den Mais einfach auf die Herdplatte wirfst? Nix. Kannst du vom Topf runtergehen, das dann machen? Du kannst probieren, Sebu, wenn du willst, ne? Oh, I know what you did there. Aha. Wow, Popcorn. Ja. Toller Plan, weißt du? Was hat's gebracht? Ach, vielleicht kommt der Haken runter. Ah. Und mit diesem Haken... Aha. Können wir ihr nämlich... Ah, wie sie ihn aufisst. Können wir jetzt nämlich einen anderen Topf zum Beispiel ran, in welchem dann nämlich Benzin ist. Ja. Yeah. Nein. Aber wir können damit vielleicht das da oben. Ist es eine Heizung? Nee. Kühlrippen? Nee. Schnur? Fast. Schnur innen hohl. Rohr? Schlauch. Schlauch. Gefrorener Schlauch von der Klimaanlage. Gefrorener Schlauch von der Klimaanlage. Das heißt, wir brauchen hier wieder mal den Auftaumechanismus. Komm mal her, Digga. Nee, brauchen wir nicht. Aber wir könnten... Ach! Ah ja! Alles klar. Ich ahne es. Wir müssen den Schlauch auftauen, richtig? Mhm.
Warum kann man den denn nicht auffüllen? Geh mir ihn erstmal. Hast du mal einen Gummischlauch auf dem Herd gelegt? Ja, ja, ist nicht so clever. Aber man kann den Gummischlauch, im Prinzip könnte man ihn in den Tochtopf packen. Das ging. In den Tochkopf kannst du ihn reintun. In den Tochkopf, das müsste eigentlich gehen. Müsste eigentlich gehen. Das könnte klappen. Ja, realistisches Spiel. Ja. So wird nämlich aus dem Gummischlauch, der gefroren ist, ein Gummischlauch, der... nicht gefroren ist. Richtig. Den schließen wir ihn hier an. Ja. Ja. Einmal mit Profis arbeiten. Guck mal, sie futtert den Schlauch. Und er macht ganz große Augen, ne? Ja. So, mein Bester, hier, komm. Nee, mach mal hier so. Und zack. Ja, sieht aus, als würde sie... Aber das lassen wir einfach mal so stehen. Du wolltest sagen, eine Lakritzrolle essen, oder? Ja, richtig. Oder kotzen. Und da muss jetzt... Siehst du, muss doch Benzin rein. Flump. Flump. So fließt das normalerweise immer. Ja, immer. In Stücken. Flump. Danke, reicht, Süße. Ich bin fertig. Und ziehen. Und dann läuft das Moped. Den Hebel mittlerweile freigeschaltet. Ja. Okay. Und jetzt wollen wir... Guck dir mal den Hebel an. Dann lässt du ihn nur in eine Richtung bewegen. Wenn du... Ah! Er geht auch nach oben. Ich würde mal sagen, dann gönnen wir uns den Spaß und fahren ganz nach oben, ganz genau. Das wollte und ich das machen. Ist mein Lieblingsrätsel. Wirklich? Und ich gebe dir keinen einzigen Tipp. Echt nicht? Echt nicht. Dein allerlieblings-Lieblingsrätsel? Das fand ich war das beste Rätsel, was mir in diesem Spiel begegnet ist. Sebo, mir ist aufgefallen, dass du echt wenig Wasser trinkst in letzter Zeit. Ich trinke mehr Wasser. Gut, dann gucke ich mir mal das Rätsel jetzt an. Hallo! Ach, guck mal, er hat Augen. Ja. Wolken und... was zum Henker. Okay, lass mich ganz kurz drüber nachdenken. Also aus Blau und aus Gelb wird zusammen schon grün. Mein aller Lieblingsrätsel. Mir ist echt so genial gemacht. Also wir addieren die Dinger ja auf. Das sieht man ja. Mhm. Und es muss irgendwas rauskommen quasi. Im Prinzip müsste sowas hier... Nee, gar nicht. Kann nicht rauskommen. Das kann nicht rauskommen. Am Ende... Das, im Grunde kann nur das rauskommen. Nee. Ja, okay, das krieg ich hin. Also, wir haben hier das plus... Er wird böse, ne? Ja, so ein bisschen. Ach, je. Wenn wir 4 plus 3 machen, dann haben wir hier auf jeden Fall... Es ist nicht ganz so trivial, ne? Es ist nicht ganz so trivial. Ich glaube, hier geht es eher darum, wie sich das Ding bewegt. Ja. Von dort bewegt es sich nach dort, das heißt, diesmal muss die 4 unten sein. Und die 3 muss das hier. Ja. Oh, er ist beruhigt. Okay, wir haben hier den, dann den. Und die rotieren beide. Ist eher so ein Intelligenz-Ding, ja, ne? Ja, eben, deswegen ist es mein aller Lieblingsrätsel. Deshalb ist es. Ja, Sebu. Gern doch, Sebu. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen den und einen den. Verdammte Brille. Es kann eigentlich nur. Wenn wir die jetzt aufeinander legen. Ja. Ich hab schon gelöst. Wenn du einen Tipp willst. Wenn du einen Tipp willst. Ja, das Problem ist halt folgendermaßen. Wir haben hier zwei blau und einen weißen. Das könnte der sein. Und mehr nicht. Ja. Das kann nur der sein. Ja. Ah, er kriegt langsam Sonnenschein. Ja. Mhm. Er freut sich. Oh, jetzt ist die Frage, wie wurde das zusammengesetzt scheinbar? Ist wirklich ein geiles Rätsel. Ne? Ja. Das kann nur durch den hier zusammengesetzt sein. Oder durch den hier. Es geht eigentlich im Prinzip durch beides. Ich behaupte, durch das geht's besser. Ach, es müsste doch durch beides gehen, Sebu. Bei abgestimmter Drehzahl. Müsste gehen. Ich nehme mal den, okay? Mach mal. Okay. Er ist zufrieden? Ja, alles gut. Das war's schon? Ja. Kommst aber nicht weiter so.
Habe ich ihn wieder aufgeweckt? Jetzt. War nicht so clever, oder? Nein! Mehr Rätsel! Muss ich das nochmal machen? Ja. Nein! Okay. Und das Geilste ist, er hat das eigentliche Rätsel noch nicht erkannt. Ich? Ja, du hast die Lösung zumindest, den Weg, wie du dieses Rätsel lösen kannst, noch nicht erkannt. Nee. Du darfst noch einmal das Rätsel versuchen zu lösen, dann gebe ich dir einen Tipp. Nee. Aber guck mal, ich habe den Sinn verstanden. Ja. Ist schön gemacht. Ist echt schön gemacht. Er ist müde. So, der Junge, der dreht nicht mehr schnell jetzt. Ja. Wer nicht mehr schnell dreht, dann heißt es, die Klimaanlage funktioniert nicht mehr richtig. Nee, ich möchte dir einen Tipp geben. Du musst da oben links rein. Da. Hier? Nee, ja, da auch. Da rein. Durch den Roboter. Ja, da muss ich was machen, ne? Ja. Nee, es hat mit dem Rätsel von dem Roboter zu tun. Ich muss ihn vielleicht wütend machen? Naja, mal gucken. Ich mache ihn mal wütend. Mal gucken, was passiert, wenn er wütend ist. Ja, das ist eine gute Idee. Wie gemein es wäre, wenn es ein Rätsel wäre. Tut mir leid. Nein! Nein! Okay. Er wird gut böse. Das ist falsch. Im Prinzip ist das Rätsel quasi, man muss das anklicken, was nicht richtig ist. Das ist ja gemein. Der wäre richtig. Nee, der wäre nicht richtig. Der wäre richtig. Der wäre falsch. Yeah. Wie gut das Rätsel gemacht ist, ja. Man muss genau ein Gegenteil muss man machen. Ach so. Deswegen ist es mein Lieblingsrätsel. Oh, wie böse er brummt. Was ist denn Ditte? Ach so. Nee. Hä? Verstehe ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Mach mal es in der Mitte, ich glaube, das ist falsch. Nein! Das war ja nicht in der Mitte. Okay, weil damit komm ich eher zurecht. Wir haben das hier. Das ist rot und blau. Das ist rot und blau und weiß. Und rot und blau. Das geht nicht. Nein! Nein! Okay, wieder nachdenken. Ich muss nachdenken. Das ist richtig, das ist falsch. Okay, super. Wenn ich das und das und das, dann muss ich sicherlich das hier anklicken. Nee, 2, 3, 4, dann wäre das Richtige. Wir machen das hier lieber. Intelligenztest ja. ist das. Ja, ja. Das hatten wir schon. Nein! Das auf keinen Fall. Ja. Hä? Ja, das ist auch okay, drauf reingefallen. Rot, Dings, das kann es nicht sein. Okay, rot, rot, weiß, das ist richtig. Das ist falsch. Okay, er wird sauer. Sehr gut. Wir haben hier außen rot, das heißt, das ist richtig. Das ist auch richtig. Der geht nicht. Ja. Okay, er wird wieder böse. Wir haben hier außen blau. Wir kriegen also insgesamt grün raus, definitiv. Ja. Das ist nur falsch. Ja. Und er wird immer böser und immer böser und immer böser. Ja. Okay, was haben wir hier? Außen schwarz, innen schwarz. Das heißt, das mit den vielen Streifen B geht garantiert nicht. Jawohl. Oh. Jetzt bloß keinen falschen Fehler machen. So, wir haben hier auf jeden Fall in der Mitte eine Linie. Wir haben 1, 2, 3, 4 Linien auf jeden Fall. Ich würde behaupten, der ganz links geht nicht. Ich glaube, der geht nicht, weil es ist eine Spirale. Guck mal. Ja, dann machen wir. Oh. Ihm fliegt so quasi gut. Der Hut von der Krempe. Das ist so gut, oder? Guck, wie du gelacht hast, kann man gut sehen. Und das ist mein absolutes Lieblingsrätsel. Mhm. Weil ich hab echt. Guck mal, wie er guckt. Wo ist mein Motor hin? Ey, was für ein geiles Rätsel, ja. Sebo. Wirklich. Ich hab da echt lange dran gesessen. Ich hab das Rätsel bestimmt 5-mal gelöst und dachte, was soll denn der Scheiß? Ganz ehrlich, wäre mir genauso gegangen. Vor allem, man kann es ja lösen. Es ist aber auch gemein, dass man quasi ein Kreuz kriegt dafür, dass das Rätsel quasi. Ne? Ja. Richtig eigentlich ist. Genau. Und irgendwann habe ich aus Versehen mal das erste falsch beantwortet und habe gesehen, was passiert ist, als er böse wurde. Wie bei dir das passiert ist. Dann war dir klar, so von wegen, jetzt muss ich wohl. Wenn das Scheißrätsel nicht funktioniert, dann beantwortest du jetzt eben alles falsch und guckst mal wie böse der werden kann. Mal gucken, wie schnell er drehen kann, ja. Genau. Ah, sehr geil. Und dann ist das Ding auseinandergeflogen. Aber, sehr geil. Ja. Aber ich denke mal, was denn in seinem Innern drin ist, das sehen wir jetzt in der nächsten Folge, oder Sebu? Ja.
Ich glaube, du bist dran mit Abmoderation. Einmal mit Profis arbeiten. Okay, ihr Lieben, dann machen wir es diesmal live. Wir speichern hier noch ab auf den Slot 6 einfach mal. Bam. Und ich sag, mein Name ist Bernhard. Danke fürs Zuschauen. Sebu hier, ist geil, dass du da bist. Geile Kiste, macht Spaß mit dir. Trinkt Spaß, ja. Willst du dein Wasser vielleicht noch mal ein bisschen austrinken? Ich trinke mein Wasser noch ein bisschen aus, aber ich trinke, glaube ich... Trinkst du mal so weit aus, wie ich es ausgetrunken habe. Zeig mal, dass du ein Mann bist. Oh, scheiße! Mein Wasser ist leer. Freut euch. Freut euch auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Gute. Tschö.